Ja, meine Damen und Herren, zwischen Morgen und Grauen, das kann man auch auf einen anderen Nenner bringen, und zwar auf einen, wenn man sich überlegt, was künftige Generationen mal über die Zeit sagen werden, wie sie die klassifizieren, in der wir jetzt leben, unsere Gegenwart. Ich bringe diese Gegenwart auf den Nenner, dass wir in einer Übergangsgesellschaft leben, und zwar von der Informations- zur Desinformationsgesellschaft. Momentan. Aber im größeren Zug leben wir von der guten in die Zuckerberg-Galaxis. Ich möchte mit der Desinformationsgesellschaft beginnen. Zwischen 2014 und 2016 ist auf die deutschen Medien die heftigste Medienkritik niedergeprasselt, die es je gegeben hat. Dann aber wurde der Fake-News-Produzent Donald Trump US-Präsident und gleichzeitig begann sich herumzusprechen, dass die größten Desinformationsschleudern nicht die viel beschimpften Mainstream-Medien sind, sondern die 1000 Plapperforen in den sozialen Medien und die Propaganda- und Fake-News-Fabriken in Russland. Das hat den Medien eine Verschnaufpause geschafft. Retten würde sie trotzdem nicht, denn wir haben diesen Großtrend, das Raumschiff Erde gleitet gerade von der guten in die Zuckerberg-Galaxis. Die epochemachende Technik der Gutenberg-Galaxis war die Druckerpresse und die Setzmaschine. Die epochemachende Technik der Zuckerberg-Galaxis ist dieses Ding hier, diese Zauberscheibe. Und die ändert alles, ändert alle Branchen der Wirtschaft, ändert das Kommunikationsverhalten, wirkt sich aus bis ins Privatleben hinein. Und manche Branchen trifft es mit einer richtigen Keule und eine Branche, die davon getroffen ist, wie von einem Keulenschlag, sind die Medien. Denn gerade dort in der Zuckerberg-Galaxis verhungern die Medien. Der Geldstrom, der einst aus der Werbung in die Zeitung und das Privatfernsehen floss, fließt jetzt zu den vier großen Big-Data-Konzernen, vor allem zu Facebook und Google, aber auch zu Amazon und Apple. Ich habe gerade gesehen, dass einige gezuckt haben, dass ich nicht Zuckerberg, sondern Zuckerberg sage, hat damit zu tun, dass ich deutsche Wörter deutsch ausspreche. Ich sage auch Microsoft, weil es aus dem Lateinischen kommt, sage auch Weinstein und Kissinger. Und erlaube mir damit weniger als die Amerikaner, die zu München Unix sagen. Das nur nebenbei. Ich komme zu meiner dritten These. Kommt ein Narrenschiff gefahren? Die in ihrer Existenz bedrohten Verlage haben auf diesen Wechsel von Guten zu Zuckerberg zuerst zu spät, anschließend falsch reagiert und sind dann auch noch von einem Narrenschiff gerammt worden. Auf diesem Narrenschiff tummelte und tummelt sich bis heute das zu Verschwörungstheorien neigende, an Fake News und alternative Fakten glaubende Aluhut- und Pegida-Volk und rief und ruft noch immer Lügenpresse und haut die Presse auf die Fresse. Rund 2 Jahre lang wurde von diesem Schiff aus auf die Presse geschossen wie noch nie. Aber nur dank des Echoraums der mittlerweile erfundenen sozialen Medien konnte die Lügenpresse-Lüge eine so hohe Aufmerksamkeit erzielen, dass die beschimpften Journalisten zuletzt selber glaubten und schrieben, dass ihnen niemand mehr glaube. Die jegliches Maß übersteigende Kritik an den Medien hatte aber wenig damit zu tun, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in der Süddeutschen Zeitung, der FAZ und vielen anderen Medien permanent gelogen wird, sondern damit, dass es infolge dieses Epochenwechsels von Guten zu Zuckerberg diese Echoräume gibt. Ich behaupte, ohne diese Räume hätte es auch diese Medienkritik nicht gegeben und hätte auch diese Diskussion über die Glaubwürdigkeitskrise so nicht stattgefunden. Aber nun gibt es sie und in diesen Echoräumen haben aus Russland gefütterte Gesinnungsgemeinschaften zur Wahrheit erklärt, dass die gleichgeschalteten Mainstream-Medien bezahlte Agenten Amerikas, des Kapitals, der Lobbyisten und der Bundesregierung seien. Wie absurd solche Vorwürfe sind, kann anhand einiger weniger Fragen demonstriert werden. Ist in den letzten Jahren irgendein ernstzunehmendes Medium einer skandalösen Lüge überführt worden? Hat es Fälle von schwerem Missbrauch der Medienmacht gegeben, mit gravierenden Folgen? Mir ist nichts bekannt. Den größten Medienskandal in der Geschichte der Bundesrepublik hatte einst der Stern mit seinen Hitler-Tagebüchern angerichtet.
aber das war 1983, ist längst Geschichte, ebenso wie der Fall Sebnitz, wie auch der Interviewfälscher Tom Kummer. Was es seither gegeben hatte und weiterhin geben wird, sind handwerkliche Fehler und Qualitätsmängel in der Berichterstattung einzelner Medien, Auswüchse von Rudeljournalismus, die sich im Fall von Christian Wulff gezeigt haben, und intransparente Strukturen in den Medien. Aber, und damit komme ich zur nächsten These, unter dem irrationalen Ansturm gegen die Medien verbirgt sich ein Unbehagen, das einen rationalen Kern hat. Und zwar das Gefühl, von den Medien zwar einigermaßen richtig, aber nicht mehr besonders gut informiert zu werden. Und dieses Gefühl hat sich in einem langen Zeitraum aufgebaut. Es hat schon Mitte der 80er Jahre begonnen und es ist kein Zufall, dass damals ein Wechsel der Verlegerpersönlichkeiten stattfand. Die alten großen Verleger, Augstein, Bucerius, Nannen, zogen sich auf ihre Alterssitze zurück. Ein neuer Verlegertypus erschien auf dem Plan und das ist der reine Kaufmann, für den eine Zeitung nichts weiter ist als ein Produkt, das wie Dosenbier irgendwie gewinnbringend verkauft werden muss. Unter dem Regiment dieses neuen Typs mutierten zahlreiche Redakteure zu Werbeumfeldgestaltern, die den redaktionellen Teil um die beworbenen Produkte herumzustrecken hatten. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk stieg ein ins Quotenrennen, weil er den heißen Atem des Privatfernsehens im Nacken spürte. Der Markt, der alle so herrlich regiert, im Mediengeschäft schon immer mitregierte, übernahm nun als Alleinherrscher das Zepter und hält es noch heute in der Hand. Unter dieser Herrschaft veränderten sich die Medien zum Schlechteren. Und das hätte der richtige Anlass sein können für einen Aufstand der Medienkonsumenten. Aber der blieb aus. Stattdessen hagelte es Elitenkritik. Und von der führte der Weg in die Frage, ob die Medien nicht auch Teil jener Eliten sind, von denen man unablässig beschissen wird. Worauf in den sozialen Medien geantwortet wurde, ja, die bescheißen uns auch. Ignoriert worden aber ist, dass es die Medien waren, die von der VW-Beschiss-Software erzählt haben, von den Paradise Papers und von den Panama Papers. Es waren die Medien, die über die Legalisierung des Steuerbetrugs in Luxemburg durch den heutigen EU-Präsidenten berichtet haben. Es sind die Medien, die uns über die Dopingindustrie im Sport aufklären, über das Pferd in der Rinderlasagne und das Dioxin im Ei und die von Parteispendenskandalen berichten, die schon mit Flick in den 70er Jahren begonnen hatten und unter Helmut Kohl zur Blüte gekommen waren. Und sie haben uns von so vielen Schweinereien mehr erzählt, dass die da unten tatsächlich im Lauf der Jahrzehnte das Gefühl bekamen, von denen da oben permanent beschissen zu werden. Weil aber ignoriert wurde, dass die Medien eigentlich die Verbündeten von denen da unten sind, wurde die Chance auf eine ernstzunehmende Medienkritik verspielt. Statt Lügenpresse zu brüllen, hätte man darüber diskutieren können, dass es in den Medien einen, wie der SWR-Chefreporter Thomas Leifel mal sagte, einen jahrelangen Trend zum Unwichtigen, zur Informationsverdünnung, zum Unernsten und zur Inszenierung gibt. Und man hätte fragen können, woher das kommt. Schon Mitte der 90er Jahre wäre die Zeit dafür reif gewesen, als der damalige Bundespräsident Roman Herzog gesagt hatte, kein Schwachsinn, keine Perversion, keine noch so abwegige Marotte, die nicht in extenso bunte Seiten und Bildschirme bevölkern würde. Diese unendliche, ausweglose, schleichende Banalisierung und Trivialisierung macht die Hirne kaputt. Wir hätten es auch 2001 diskutieren können, als Harald Schmidt im Beisein des ZDF-Intendanten Dieter Stolte gesagt hatte, 80% der TV-Sendungen sind unfassbarer Müll, da tut man niemandem Unrecht. Und Stolte hatte nicht widersprochen, sondern die voyeuristische Selbstinszenierung beklagt und vor einem zunehmenden Realitätsverlust gewarnt. Folgen hatten diese Worte nicht, es wurde einfach weitergemacht, bis ab dem Jahr 2014 plötzlich ein paar handwerkliche Fehler und finanziell bedingte Qualitätsprobleme in den Medien dazu dienten, eine Medienkritiklawine loszutreten, unter der dann jede ernstzunehmende Medienkritik begraben wurde. Und so konnte die Gemeinschaft der Lügenpressegläubigen die Herrschaft in den sozialen Medien erringen,
in denen viele Journalisten heutzutage einfach deshalb der Lüge geziehen werden, weil sie eine Meinung äußern oder eine Haltung einnehmen, die der Lügenpressefraktion nicht passt. Schnell heißt es dann, dieser oder jener Journalist sei nicht neutral, nicht objektiv, und schon stimmen alle in das Geheul ein und zitieren unentwegt Hans-Joachim Friedrichs, und zwar falsch. Und daher ist es an der Zeit, jetzt einfach mal ganz offensiv zu sagen, sich mit einer guten Sache gemein zu machen, ist Journalistenpflicht. Einer seiner meistzitierten Kampfsätze während des Höhepunkts der Flüchtlingskrise hat ja gelautet, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht mit einer Sache gemein macht, auch nicht mit einer guten. Und dieses Zitat wurde Hans-Joachim Friedrichs zugeschrieben. Tatsächlich gefallen ist es in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich in einem ergreifenden Spiegel-Interview mit dem todgeweihten Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrichs im Jahr 1995. Und die Spiegelfrage an ihn lautete nicht, woran man einen guten Journalisten erkennt, sondern hat es Sie gestört, dass man als Nachrichtenmoderator ständig den Tod präsentieren muss? Und darauf hatte Friedrichs geantwortet, nee, es hat mich nicht gestört. Bei der BBC in London habe er gelernt, Distanz zu halten, sich nicht gemein zu machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit zu versinken, im Umgang mit Katastrophen cool zu bleiben, ohne kalt zu sein. Gemeint war also, wenn ich herzzerreißende Bilder von kranken, hungernden Kindern anmoderieren muss, dann darf ich nicht vor Mitleid zerfließen oder gar in Tränen ausbrechen. Zwischen mir und den Inhalten, die ich mitteile, muss eine Distanz bleiben, damit der Zuschauer die Chance hat, seine eigenen Gefühle zu entwickeln. Friedrichs hat also kein Haltungsverbot ausgesprochen, sondern ein Distanzgebot. Distanz zu wahren, die Fakten zu nennen, keine vorschnellen Wahrheiten zu verkünden, trotzdem sein humanitäres Bewusstsein nicht zu verleugnen, das alles zeichnet den Reporter aus. Nie hätte Friedrichs gesagt, dass ein Journalist keine Haltung zeigen solle, wenn gegen Minderheiten gehetzt, die Grundrechte verletzt oder gegen Menschlichkeit verstoßen wird. Als öffentlich-rechtlicher Journalist hätte er das übrigens nicht einmal gedurft. Öffentlich-rechtliche Journalisten sind aufs Grundgesetz verpflichtet, fast so wie Springer-Journalisten, die sich zu Amerika, Israel und Marktwirtschaft bekennen müssen. Daher heißt es beispielsweise in § 5 der WDR-Programmgrundsätze, der WDR soll die internationale Verständigung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein diskriminierungsfreies Miteinander, die Gleichstellung der Frauen und Männer fördern, zum Frieden und der sozialen Gerechtigkeit mahnen und die demokratischen Freiheiten verteidigen. Ähnliche Grundsätze gelten auch fürs ZDF, auch sie sollen fürs Gute eintreten. Also, Journalisten sollen sich sogar mit einer guten Sache gemein machen. Dass sie sich nicht mit Parteipolitik gemein machen, Nachricht und Kommentar nicht vermischen und nicht heimlich PR machen sollen, ist eh klar. Wie auch das Gebot, immer auch die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Das sind die Standards, die einzuhalten sind und ja auch meistens eingehalten werden. Von den Exzessen der Medienkritik hat ein Medium den Löwenanteil abbekommen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und zwar nicht nur vom Narrenschiff der Aluhutsegler, sondern von einem zweiten Narrenschiff. Und davon handelt die nächste These. Die mit Abstand dümmsten Vorschläge zur Lösung der Zeitungskrise kommen von jenen Zeitungsverlegern, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Nordkorea abwickeln möchten. Seit Jahren geben sich die privaten Zeitungsverleger öffentlich dem Wahn hin, nicht Google sei schuld an ihrer Misere, sondern der von Zwangsgebühren gemästete öffentlich-rechtliche Rundfunk. In diese fixe Idee steigerten sie sich immer tiefer hinein und der vorläufige Höhepunkt wurde erreicht, als der Springer-Vorstandsvorsitzende Martin Döpfner neulich seine Liebe zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf den Vierklang gebracht hatte, Zwangsgebühren, Staatsfunk, Nordkorea, Tod den Öffentlich-Rechtlichen. Dass er inzwischen zurückruderte und im Konjunktiv gesprochen haben wollte, ändert nichts. Er hatte nicht im Konjunktiv gesprochen und jeder kann das nachlesen. Nun kann man gegen die sogenannten öffentlich-rechtlichen Anstalten all das vorbringen, was schon der zitierte Roman Herzog und Harald Schmidt vorgebracht hatten und auch noch viel mehr. Aber was man nicht kann, ist ausgerechnet jetzt
die Forderung zu verbreiten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Das tun, so hieße, eine der letzten verbliebenen Bastionen eines wirtschaftlich unabhängigen Journalismus auch noch dem Markt zum Fraß vorzuwerfen und den Journalismus den Milliardären dieser Welt zu überlassen. Die Demokratie ist heute geradezu umzingelt von Feinden. Bei Amazon, Apple, Facebook und Google werden gerade all die Apps programmiert, mit deren Hilfe es möglich sein wird, zwei Dystopien des letzten Jahrhunderts zu realisieren: George Orwells 1984 und Aldous Huxleys Schöne neue Welt. Eine schöne neue Big Brother-Welt ist jetzt technisch machbar. Und das ist nicht die einzige Gefahr für die Demokratie. Bedroht sind die Demokratien auch von der Ein-Mann-Diktatur des Herrn Xi, für den die schöne neue Big Brother-Welt keine Dystopie, sondern eine Verheißung ist. Bedroht ist die Demokratie von jenen Heerscharen, die weltweit frauenfeindlich, schwulenfeindlich, fremdenfeindlich, homophob, nationalistisch, antisemitisch, islamophob unterwegs sind und gegen alles hetzen, was Demokratien so wertvoll macht. Und bedroht sind Demokratien von der Internationale der Rechtspopulisten, Altnazis, Jungnazis, religiös-orthodoxen und fundamentalistischen Reaktionäre. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dann geht der Ruf nach Abschaffung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks auf geradezu groteske Weise an der Realität vorbei. Auch die Forderung nach Eunuchenjournalismus, der sich auf die pure Chronistenpflicht zurückzieht, geht an der Realität vorbei. So viel demokratische Haltung, wie es derzeit braucht, um die Demokratie in die Zuckerberg-Galaxis hinüberzuretten, gibt es fast nicht mehr. Bleibt die Frage, wie kann er denn gerettet werden? Wie kann guter, seriöser Journalismus künftig finanziert werden? Die Antwort lautet, nicht durch kurzfristige Maßnahmen allein. Es braucht auch mittel- und langfristige Lösungen. An kurzfristigen Lösungsversuchen mangelt es derzeit nicht. Bezahlschranken, neue Abo-Modelle, neue Produkte, neue Formate, Journalismusfinanzierung durch Crowdfunding und durch Stiftungen und unablässige Ausbeutung und Selbstausbeutung aller Medienschaffenden. Diese große Selbstausbeutung wird nicht durchzuhalten sein. Und die Bereitschaft, Journalisten per Crowdfunding durchzufüttern, wird bald schon an Grenzen stoßen. Auch der Stiftungsjournalismus wird an Grenzen stoßen. Journalismus bleibt aber nötig, wie die Paradise Papers gerade wieder bewiesen haben. Das Überleben der Demokratie hängt vom Überleben des Journalismus ab. Er ist systemrelevant. Aber das Bewusstsein dafür ist kaum vorhanden und daher muss es auf mittlere Sicht geschaffen werden. Erst dann, wenn es da ist, wird es eine Akzeptanz geben für neue Wege der Finanzierung von Journalismus. Und dann kann man fragen, warum man zum Beispiel nicht eine Steuer fordern sollte von denen, die dem Journalismus das Wasser abgraben und sowieso kaum Steuern zahlen, also von Amazon, Apple, Facebook und Google. Warum nicht darüber nachdenken, den Qualitätsjournalismus eine Zeit lang öffentlich-rechtlich durchzufüttern, so lange, bis die langfristige Maßnahme greift, zu der ich jetzt komme. Diese langfristige Maßnahme heißt Bildung, und zwar echte Bildung. Nicht nur Ausbildung zum braven Konsumenten und glatt funktionierenden Soldaten für den Krieg um Weltmarktanteile, sondern Bildung und Erziehung zum mündigen Bürger. Das steht zwar in jedem Bildungsplan jedes Bundeslandes, findet aber nicht statt. Es geht dort nur noch um PISA-Punkte, Kompetenzen, Fertigkeiten, Know-how, Nützlichkeit, Verwertbarkeit und darum, dass die alleingelassenen Lehrer irgendwie mit der Inklusion, Integration, Multikulturalität und verhaltensauffälligen Kindern zurechtkommen. Der Versuch, unter solchen Bedingungen wirklich politisch mündige Bürger in die Welt zu entlassen, unterbleibt schon seit vielen Jahren, ja seit Jahrzehnten, weil das ein mühsames, viel zu anspruchsvolles Unternehmen ist. Wenn es aber den kritischen, widerständigen, mündigen Bürger kaum mehr gibt, wird es auch keinen Bedarf an Information, Aufklärung, Kritik und Hintergrundberichterstattung geben. Denn nur dieser kritische, mündige Bürger wird von sich aus ein Verlangen nach Information und Aufklärung entwickeln. Und deshalb ist der mündige Bürger existenziell notwendig für das Überleben der Demokratie, wie auch für das Überleben einer freien Presse.
Das waren meine Thesen zum Thema Guten Morgen und Frauen.